Ja, mit der Handwerkskammer für Mittelfranken arbeiten wir schon seit 1998 zusammen. Wir haben auch schon gemeinsam mit der Wohnungsbaugesellschaft für Nürnberg, WBG, das verrückte Haus gebaut. Aber diese Werkstätten, die wir hier beim Tage des Handwerks durchführen, aber auch die ganzen Werkstätten, die wir für die Schulklassen und für die Vorschulgruppen organisieren, zusammen mit der Handwerkskammer, sind mir ein besonderes Anliegen. Wenn man die Kinder, die Jugendlichen, die Erwachsenen hier sieht, wie dieses Handwerk entschleunigt, wo man merkt, Respekt, Achtsamkeit, Disziplin gehören einfach dazu. Wenn ich etwas herstellen will, dann muss ich nicht bloß achtsam mit dem Werkzeug umgehen, sondern ich brauche auch Disziplin, dass ich niemand anderen verletze. Und das hier zu beobachten, wie viel Zeit sich die Kinder und Jugendlichen lassen, wie sie zusammen mit den Eltern, mit den Erwachsenen arbeiten. Da bin ich immer wieder hellauf begeistert. Also ich habe das jetzt geschmiedet und da ist F für Felix drauf. Und die Schutzkleidung war halt ein bisschen warm. Und jetzt hat ihr Spaß gemacht. Es ist nicht ungewöhnlich, dass wir versuchen, auf Jugendliche zuzugehen und ihnen mal zu zeigen, dass es neben Handys und Mobiltelefonen auch tatsächlich etwas Händisches gibt, nämlich etwas zu begreifen im wahrsten Sinne, mal mit Materialien in Kontakt zu kommen, mal zu sehen, wie sich Stahl anfühlt, wie sich Holz anfühlt. Und wir hoffen dabei natürlich auch den Kindern etwas zeigen zu können, sie fürs Handwerk begeistern zu können und letztendlich sie natürlich fürs Handwerk als spätere Fachkräfte gewinnen zu können.